Ein völlig unvermitteltes Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Chronicles vom Xenoblade. Ich laufe hier gerade so rum und versuche mich ein wenig in Rain einzuarbeiten, also nicht das, was ihr denkt. Und laufe hier rum und auf einmal taucht eine Spontanmission auf. Spontanmissionen sind Missionen, die einfach so aufploppen, weil irgendwas passiert. Und hier ist irgendwie ein Mädchen, das muss ich retten. Es badet nicht, sondern ist rennenderweise vor Wölfen weg entfernt. So, und die stehen jetzt hier irgendwie Spalier. Und deswegen muss ich versuchen, oder werde ich versuchen, sie aufzuhalten. Diese Pennerwölfis. So, werde hier ein wenig Massen-AE-Schaden durchziehen. Und dann gucken, dass ich hier auch einigermaßen durchkomme. So, alle auf einen, alle auf alle. Oder so ähnlich. So. Na, die habe ich jetzt gerade ein bisschen vermasselt. Gerade den falschen. So, nein. Ach, egal. Nein, nicht egal, aber doch egal. So, ich muss jetzt eine Aura anfangen, damit ich hier mit diesem Drehangriff genug Aggro aufbauen kann. Dieser Faustschlag erhöht die Gruppenleiste, das ist schön. Dieser Schlag erhöht den Schaden beim Gegner, also weil er welchen macht. Und ja, jetzt bin ich quasi mit meinem Latein ein wenig am Ende. Ja, ich habe ansonsten hier versucht, so ein paar Nebulas umzuhauen. So, wunderbar. Einfach aus dem einfachen Grunde, um ein wenig den, wie sagt man gleich noch, hier den mächtigen, die mächtigen Beziehungen ein wenig zu erhöhen zwischen den Charakteren und Charakteren. Deswegen habe ich jetzt auch die, den Leistenangriff durchgezogen, damit. Was ist los dahin? Was war das denn jetzt? Wieso bist du auf dem Truthahn losgegangen, Schulk? Deswegen konnte ich nichts tun, egal. Hau mir. Was zum Teufel? Na, ich habe gedacht, ich hätte was zum Abendessen, aber nein. So, das badende Mädchen. Bitte retten. Es ist tatsächlich ein badendes Mädchen. Ich habe gedacht, das wäre ein Scherz von mir. Haha, ich danke euch. Ich dachte, ich sei verloren. Die Wölfen haben mich umzingelt. Ich konnte nicht aus dem Wasser. Auftrag erfüllt, würde ich sagen. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber es war es wert. Harte Arbeit? Quatsch, das war ein Kinderspiel. Dieser Ort hier ist wirklich perfekt zum Schwimmen. Beim Regen. Doch allein gehe ich hier bestimmt nicht mehr hin. Ich kann mitkommen. Ich laufe gleich zurück ins Lager. Nochmals danke. Bitteschön. Bezahl mich in Naturalien. Taucher Top, Taucher Shorts. Sehr gut. Tauchergeld und Tauchererfahrung. Yeah, und bessere Reputation mit dem ansässigen Ortschaften. Danke, Spiel. Oh, was sehen meine entzündeten Augen da? Eine wandelnde Questerledigung kommt hier angelaufen. Nämlich der Level 16 brutale Anno Dante. Seien wir sein Vergil Bruno. Ja, nicht ganz. Ich spiele hier gerade ein wenig mit Rain herum, um mich einzuarbeiten, wie ich schon gesagt habe. Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an den liebensguten Werten Miagius, der mir ein paar Tipps gegeben hat, was es angeht. Die Signaturfähigkeit von Rain, das Ding in der Mitte, was sich irgendwann zwischendurch mal auflädt, weil es nicht mehr, oder ich weiß es auch nicht genau, wodurch, sorgt dafür, dass wir zwischenzeitlich Aggro von einem Gegner kriegen. So, jetzt sehe ich gerade, dass der gute Schulk oder jemand anderes den Gegner ins Schwanken gebracht hat, jetzt muss ich den persönlich runterhauen. So, irgendjemand beherrscht jetzt auch den, wie nennt sich das, Daze, auf Deutsch, also Einschläfer, hier ohnmächtig machen. Und die Faust, die ich hier habe, diese Fähigkeit hier, erhöht die Charakterleiste, ich meine die Kettenleiste. Und deswegen ist es wichtig, die möglichst oft einzusetzen. Und jetzt geben wir ihm den Rest. Yeah! 3800 Punkte! Viel zu tun, also packen wir es an. Wenn sich jetzt denkt, komisch, Levelsprung. Okay, sieht man jetzt nicht. Ja, aber die ersten paar wenigen Parts gestern Abend noch aufgenommen, während ich so rumlief und mir die Viecher über den Weg liefen. Und jetzt ist ein Tag später. Ihr habt Ersatzteile, dann gebt mir nun die Ätherzylinder. Ich beginne sofort mit der Reparatur, bin gleich wieder da. Ich muss nur zum See laufen, wartet am besten auf mich hier. Machen wir. Nämlich, in der heutigen Folge habe ich mich ein wenig beeilt, um die entsprechenden Gegner zu finden, die ich für die Ersatzteile brauche. Und ich habe in der aktuellen Folge, es ist 12, die Gegenstände gesammelt, die ich für die Reparatur brauche. Wieso musstest du ertrinken? Dachtest du, dass du ertrinken musstest? Aber ich konnte die Lampe reparieren, bevor mir die Luft ausging. Langsam aber sicher gewinnt sie ihre alte Leuchtkraft zurück. Mann, ich habe es etwas nie zuvor gemacht. Das war total aufregend, aber ihr solltet wieder zurückgehen. So, erstatten wir dem Perry Roden Bericht. Ihr habt die Serpe repariert. Gute Arbeit. Die Leute werden sich nachts wieder bei der Brücke versammeln. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ja, wer sagt's denn? Das war die Mühe doch wert. Die Freundschaft könnte gerne ein bisschen schneller steigen. Sie werden wieder jede Nacht wie verzaubert auf das Licht starren. Aber es gibt wohl Leute, die so etwas in Erfüllung, finden. Der Krieg hat tiefe Narben hinterlassen. Eure Wahl war nicht die falsche. Also die richtige.
Für Geld und Pornohefte. Gut, und ein gutes Waffendings, was auch immer, das ist Königslauf. Klingt nach einer Waffe für Schala. So, ich bin hier an der Nähe des Flusses, wenn man das denn so will, und habe hier irgendwie so ein komisches Irrleuchtgedöns, was ich nicht finde, weil es oben herumkreist. Ich brauche 5 Saft. Ich hoffe, dass sie das halbwegs häufig droppen. Bei 5 dauert es sonst ziemlich lange. Natürlich nicht. Ich kriege dafür aber aus irgendeinem Grund wahnsinnig viele Erfahrungspunkte. Ich sehe euch wieder, wenn ich das Zeug habe. So, auf der Karte bin ich hier. Weil ich jetzt gerade zufällig schon mal hier bin, weil ich auf der Suche nach diesem blöden Glühwürmchensaft mich hinbegeben habe, weil das Zeug nicht zu droppen imstande ist. In einem Singleplayer-Spiel ohne Online-Option mit Drops für eine verdammte Quest laufe ich hier rum wie ein irrer Idiot und versuche, diese Glühwürmchen umzubringen. Die letzten Glühwürmchen. Kein Wunder, dass sie krepiert sind. So, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich diese Spinnwalze hier umbringen muss. Aber ich schwimme, während ich hier dran vorbeischlitze. Nein, das passiert nicht. Vielleicht muss ich irgendwas einsammeln, was da drin ist. Das kann ja auch sein. Haben wir mich jetzt nicht... Ah, Spinnenklebefaden. Wenn mir das andere Felix verlässt oder das ist weg, ist mir egal. Ich bin eigentlich hier hingefahren, hingegangen. Wir haben ja keine Maus oder so. Mums! Oh, der doch ein bisschen mehr aus. Um eigentlich da hinten anders auszuzeigen zu können. Dann können wir auch diese komischen Spinnenklebe-Dings fehlen. Die droppen wenigstens. Genau so müssen Quests sein in Singleplayer-Spielen. Man tötet den Gegner, der es droppen kann, und dann droppt es. Warum haben Glühwürmchen Saft? Warum ist da nichts drin? Wenn man sie umbringt, das macht keinen Sinn. Denken sich, oh, jetzt sterbe ich. Jetzt droppe ich einfach mal aus, damit die verzweifelt sind. Das sind dämliche Spieler. Okay, ich glaube, dieses Tier müssen wir auch umbringen. Da ist auch irgendwas drin. Nur bitte Bescheid, wisst ihr, wo die sind. Ich hole mir dann den Rest. Fledereck-Zähne, genau. Den Rest hole ich mir dann offscreen. Ja, genau. Ich meine, das ist ja völlig egal. Ich muss die Quest ja wahrscheinlich ohnehin normal abgeben und da zufrieden sein. Sagen wir mal so, oder? Du kannst auch dein komisches Gedöns droppen, wenn ich das wenigstens habe. Komm schon, drop es. Ja, es geht doch. Seht ihr, Quest nicht erledigt. So, wunderbar. Wenigstens etwas. Ah! Ja, wo wir hier schon mal hier haben, das ist dann quasi ein Ort, an dem wir 4 Quests auf einmal lösen können. 4 Quests auf einmal. Wenn es denn klappt. Wenn wir jetzt auf einmal hier. Lederexan, 2. von Ritter. Ihr wisst schon, hier. 2 von 3. Hab ich jetzt richtig gemacht? Ich benutze die Fähigkeit mittlerweile mehr zu selten. Ich habe schwachsinnige Fähigkeit benutzt. Egal. Nehmen wir mal den lustigen schnuckligen Schild. Es geht doch! Einmal hingegangen, hat einen Gegner jeweils mehr umgebracht und Quest erledigt. Ah, ja, abgesehen vom Abgeben natürlich. Geht doch! Ich habe es überprüft. Es ist eine normale Ätherader. An ihr ist nichts Besonderes. Gut, mit der Information gehen wir dann wieder zurück zu Mr. Herpes. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist Igor der Schreckliche? Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir die kleinen Elektrokristalle mit, obwohl ich sie wahrscheinlich eventuell nie brauchen werde mehr. Weil Stufe 1. Wenn wir mittlerweile schon Zugriff auf Stufe 2 Materialien haben, soll ich mich dann noch mit Stufe 1 Materialien herumschlagen, wenn wir Stufe 1 Edelsteine rauskriegen und nicht Stufe 2 Edelsteine, wie sie mit Stufe 2 Materialien herstellen können. Oh, vielleicht sollte ich mich in Anbetracht des nächsten Bosskampfes wirklich mal mit der Edelsteinherstellung bemühen. Ich hasse den nächsten Bosskampf. Wenn es nicht der schlimmste ist, ist es einer der schlimmsten Bosskämpfe des gesamten Spiels. Wenn ich irgendwo festgehe, an Bosskämpfen waren es 3 bestimmte. Waren es 3? Ja, wir fallen gerade 3 ein. So, hier jetzt ja. Auf diesem Nebenweg möchte ich mir die ganzen Tutans an den Klamotten klauen, mehr oder weniger. Also jetzt nicht die Stelle, wo die Klamotten geklaut wurden, aber. Ich glaube, da wieder Tutan zu. Aber die lassen erstmal in Ruhe, weil die geben mir nicht mehr viel und so weiter. Deswegen, es lohnt sich nicht. Eigentlich lohnt es sich nicht, nicht allzu viel anzutreten. Hier wird das Erfahrungspunkt und sowas angehen. Hier finden wir allerdings dafür irgendeine Submission. Yay! Die wir auch direkt abgeben. So, ich versuche wieder noch einen Irrleucht zu besiegen und, also mehr Irrleucht zu besiegen, bis ich die letzten Safttropfen ausgepresst habe. Sehen wir uns dann. Halleluja, der letzte Irrleuchtsaft! Oh, ich habe es jetzt schon quasi erledigt. 2 Beckenzangaren für eine Monstermission erledigen. Die befinden sich bevorzugt nachts ungefähr. Hier, beim Villiera-Hügel. Habe ich gerade erlegt. Ich sehe euch bei der nächsten wieder. Okay, weitere Monsterjagdmission. Wir müssen die Mekon M64. Also nicht die N64 von Nintendo, sondern von der Konkurrenz erledigen. Hoppala. Und da benutze ich erstmal eine Verzauberung. Das sind diese großen Zweibeinigen. Da müssen wir 5 Stück von besiegen. Ah, sehr gut. Und ja, jetzt mit unserem Level relativ leicht. Ich habe jetzt schon mal welche davon erlegt. Machen wir noch kurz einen Gruppenangriff, um das auch noch mit wegzubröseln, um ein paar nette Beziehungspunkte zu knüpfen. Wow. Und dann zeige ich noch ganz... Wow! 18.000 Schaden! Jesus Christ. Also 3 Stück davon befinden sich jeweils in mit anderen von den Viechern hier auf dieser Anhöhe. Ansonsten sind hier da vorbei auch noch 2. Also damit hat man 5 Stück und die soweit erlegt. Halleluja! Ich bin hier im See, in der Mitte der Insel. Hier gibt es ein seltenes Monster, beziehungsweise ein Elite-Monster, was ich für eine Monster-Herausforderungsquest erledigen muss. Das Problem ist, das Ding erscheint erst, dieses verdammte Mistvieh, wenn es gewittert. So, wann gewittert es? Also, man kann ja die Zeit verstellen. Und wenn man die Zeit verstellt, gibt es die Möglichkeit, dass sich auch das Wetter ändert. Aber es reicht nicht, dass es einfach nur regnet. Nein, es muss beim Regen auch blitzen. Und anders geht's nicht.
Ihr wisst nicht, wie lange ich hier gesessen habe und bin die ganze Zeit im Menü gewesen, um die Scheißzeit zu verstellen. Aber nicht. Wenigstens kriege ich hier jetzt ordentlich Gemütspunkte. Glücklicherweise kann ich jetzt hier schon mal sagen, dass ich durch die Quest, durch das Drücken von diesem Gedöns hier, durch die entsprechenden Monster-Aufwertung, komm, machen wir jetzt hier mal Rabatt-Schadensfähigkeit. Genau. Wow, 10.000 Schatz! Und dann machen wir die auch noch. Finish him! Und yay! Oh mein Gott! Ihr wisst nicht, wie lange ich ins Menü gegangen bin, um die Zeit zu verstellen. Und wenn man es geregnet hat, dann blitzte es nicht dabei. Oh, und ich krieg auch noch einen Unkorschädel. Ihr wisst schon, Schenkel. Was ich für eine andere Quest brauche, zusammen mit Flami-Eiern. Auf dieser Insel sind auch Flamis. Die habe ich jetzt eigentlich schon alle umgebracht, ohne dass ein Ei gedroppt ist. Ja, die sind meine hier. Flamis sind frischen, Kranich, Dodo, wie nennt es sich? Chocobo-artigen Viecher, die man da nicht reiten kann. Vielleicht habe ich das Glück und sie droppen mir jetzt ein Apfel. Ein Ei! Kein Pferd oder Flami-Apfel. Ein? Nein, immer noch nicht. Ja, ich mache weiter. Ich gebe nicht auf eine scheiß lang dauernde Aufgabe. Gott sei Dank. 3 Milliarden Jahre später, das zweite Ei. Mein Ei! Mein Ei! Oh, mein Ei ist dabei! So, ich gucke jetzt nochmal, wo Unkore sind, um den zweiten Gegenstand für die gleiche Quest zu sammeln. Bis gleich. Ja, wenigstens droppen die das häufig oder ich habe einfach nur Glück. Oh, ich kann es schon beenden. Sehr gut. Und zwar, die Unkore sind auf der oberen Ebene des Gebietes beim Wendeltal. Also in der Nähe des Bosskampfes gegen das Tentakel ein Tai-Porno-Monster. Ungefähr hier habe ich sie gefunden. Im gleichen Gebiet, an etwa dieser Stelle, zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt, befindet sich eine weitere Herausforderung hier, nämlich Trainer Harmelon, ein Truthahn. Und wo wir schon mal da sind, da bleiben wir dann auch gleich mal hier. Also der Truthahn ist, wie man dem Getierchen anvertrauen würde, nicht unbedingt ganz furchtbar stark. Wow, 11.000 Punkte! Ja, die komischen Dinosaurier-Rindviecher hier sind mir auch völlig schnuppe gerade. Ja, ich meine, sie sind relativ low-level im Vergleich zu mir, deswegen Herausforderung bewundert, gewonnen, ausgezeichnet. So, jetzt machen wir noch eben die Viecher hier weg. Es tut mir leid, dass ich jetzt in einer gewissen Weise überlevelt für die Viecher bin, aber ist halt so. Ich meine, ich versuche ja irgendwie eine Questfolge, eine normale Folge, eine Questfolge, eine normale Folge. Einfach, um das von der Systematik her beizubehalten, damit ich über den Kurs des Spiels hier nicht auf einmal, oh, muss jetzt 300 Quests folgen machen. Nein. So, aber wo wir schon mal da sind, bleiben wir auch nochmal hier. Okay, müssen zwar auch noch für eine Quest Truthahn erledigen, aber es gibt noch ein Truthahnlager auf der unteren Ebene. Und dieses Truthahnlager beherbergt auch noch eine weitere, wie heißt es noch blau, eine weitere, ein Questgegenstand, den wir dort herausholen wollen. Aber es gibt in diesem Gebiet noch eine zweite geheime Stelle, die wir finden möchten. Zumindest möchte ich die finden. Und die ist hier ganz, ganz im Norden. Wir müssen ja ganz im Norden hier entlang. Und über diesen Übergang, ich bin ja schon mal offscreen gewesen, aber ich habe diesen geheimen Punkt selber jetzt noch nicht aufgedeckt gehabt mit dieser Truppe, aus einem bestimmten Grund. Und zwar, das ist, glaube ich, der letzte Rogel, haha, an dem ist erstmal vorbei, aber der war eigentlich das Problem. Shit, 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 lauf, 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 schneller, heb mich auf, heb mich alle auf, heb mich alle auf. Njak, 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 njak. Ja, des Nächtens kreist dieser Vogel nicht, das, hätte ich vielleicht vorher mal ausprobieren wollen. Der Grund, weswegen ich hier nicht rangekommen bin, in die Höhle sind drei tapfere Truthähne, die sich hier am Eingangsbereich befinden, mit dem niedrigeren Level und ohne ein drittes Partymitglied habe ich mich mal versucht, hier reinzuwagen, aber es hat nicht so ganz geklappt. Oh, und, Mist, hab ich wieder Ruf von der Welt, weil sie Charakter in Tempo. Egal, ich hoffe, ich bin damit auch genug. Wie gesagt, ich bin, was diese Quick-Time-Event-Geschichte angeht, nicht so sonderlich bewandt. Yay, Monster-Mission, oh, wunderbar, Monster-Mission 3 erlegt, geschafft. Ich hab nur Truthahn gesehen. Mein Gott, das hätte ich auch nicht geschafft, was ich gefunden habe. Es gibt aber auch noch Gegenstände, die wir von den Viechern sammeln müssen, deswegen mache ich mal die Schatztruhe auf. Wow, Truthahn-Cup beispielsweise müsste eigentlich was davon gewesen. Egal, ich hab jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt diese wahnsinnig vielen Erfahrungspunkte herkriege oder herbekommen habe, aber ich hab doch jetzt nicht zufällig schon die geheime Stelle entdeckt. Weil die müsste sich am Ende dieser tiefen bzw. hochsteigenden Höhle befinden. Ich selber habe diesen Punkt noch nie freigelegt, aber wozu gibt es Karten, die man sich angucken kann? Was haben wir? Okay, das sind also keine Gegner, die wir hier haben, sondern einfach nur Viecher, die an der Decke entlang bönzeln. Was ich auch gelesen habe, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, hier oben auf dieser oberen Ebene gibt es Löcher im Boden, wo man auf die untere Ebene runterfallen kann. Und durch eines dieser Löcher soll man wohl an einen Erz vorkommen. Ja, komm, mehr oder weniger. Ich hab's noch nicht gefunden. Weiß nicht, ob ich's tun werde. Vielleicht muss ich das machen, um noch etwas zu entdecken. Elysium der Frommen gesichtet. Oh mein Gott, hier sind viele Leuchtkäfer. Ja, Irrleucht. Hier gibt's viele Irrleucht und ich suche die Viecher unten am Boden. Ah, okay. Harmoniegespräch kann ich führen. Was ist das, eine Quest? Ach so, nein, das ist das eigene Harmoniegespräch. Okay, wir sehen uns dann bei der nächsten Quest wieder. Dann lass mich doch den Opon. Ich laufe hier rum, um einen Kartenabschnitt aufzudecken, finde ich hier den Gerugo. Ich gerade rechtzeitig da. Ich meine, ihr, Gerugo hat Freund verloren. Das hört sich nicht gut an. Ja, das klingt nach einem ernsthaften Problem. Gerugo, mach dich Sorgen. Freund wollte Mampf-Mampf holen, aber kam nicht zurück.
Hast du denn eine Ahnung, wohin er gegangen sein könnte? Hab ihm gesagt, bleib in der Nähe. Weil er verirrt sich ständig. Muss dieses Mal weit, weit weggegangen sein. Er hat bestimmt keinen guten Orientierungssinn. Er muss sich Ryoga Hibiki genannt haben, verlaufen haben. Garugu hat schon überall gesucht, aber kein Erfolg. Bitte helft Garugu, Freund zu finden. Natürlich, es gibt nämlich ordentliche Erfahrungspunkte dafür. Danke, Bon, Garugu freut sich. Freund heißt Batu Batu, hat blaues, struppiges Fell. Gut, ich kümmere mich darum. Und ich helfe dir. Yay! So, ich bin überhalb der Oase Ro. Hier gibt es, wie man auf der Karte ersichtlich oder sehen konnte, bereits eine, ja, eine Höhle, in die wir quasi reinkommen. Und dort hinter findet sich das Truthahnlager. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, es wird gemacht von Wutschbärtruthähnen. Und diese Truthahnkämme bekommen wir bei diesem Zapfen. Die Truthahn habe ich allerdings schon zwei Stück. Deswegen wird mir das auch nicht alle Zapfen gesammelt haben. Ui, das ist ja selten eine Truthahn. Und es gibt Bogentruthahns, Truthahnkamm, von der wir Truthahnfedern kriegen. Ich hoffe, dass sich von diesen Bogentruthahns hier auch noch welche befinden. Was relativ mies ist. Ist dieser Knabe hier, der Wächter-Truthahn? Ich hoffe, oh. Schnell umbringen! Ich will ihn nicht vorbeilassen, weil er rennt ins Lager oder versucht ins Lager zu rennen und die anderen Truthahn zu alarmieren. Was ist mir passiert, als ich hier mal offscreen mit Shulk und Rain alleine langgelaufen bin? Ich habe sie trotzdem alle erlegt. Yay, neuer Ort. So, irgendwo muss das Zeug hier sein. Und es soll hier auch einen selteneren. Ah, machen wir einen Wolf. Ah, da vorne liegt's ja. Soll ja auch eine Herausforderung geben. Von einem seltenen Typ. Das heißt, wir können hier theoretisch drei Quests auf einmal noch erledigen. Wir haben. So, haben wir hier einen Quest drin? Nein, leider nicht. Ich hoffe, es ist kein seltener Drop oder sowas. Kleidung. Ah, Kleidung erlangt. So, ich hoffe. Nein, das ist nur auch nur ein Wurfschwert-Truthahn. Schützen-Truthahn. Ah, machen wir erstmal den Platz. Obwohl, ich mach damit nicht so. Oh mein Gott, das ist ein Fehler, glaube ich. Obwohl, vielleicht haben die E-Mails und meine liebenswerten Zuschauer doch recht, dass mich ab einem bestimmten Level der Verlust die Viecher nicht mehr angreifen, obwohl sie aggressiv sind. Truthahn-Fehler, Wurfschwert-Truthahn, du kannst dich mal am Arsch in den Kern schießen. Okay, machen wir noch den. Jetzt machen wir noch kurz den fertig. Die halten ja nichts aus, die Knaben. Zumindest nicht mehr. Aber ihr seht trotzdem, entsprechender Level-Differenz, dauern die Kämpfe trotzdem. Noch ein bisschen. Ah, Wanderer Alfied. Alfied? Kurz um Alf. Gordon Shumway. Ja, nicht ganz. Aber ich glaube, dann haben wir schon mal einen Zustand erreicht, wo wir mal langsam umgehen können, abzugeben. Schade beherrscht auch einen, wie man, ja, eventuell sehen kann, einen Angriff oder einen Effekt, der die Gegner Schalafen schickt. So, hält aber noch nicht allzu lange an. Wow, ja genau, Ray, mach AE, mach mehr AE. So, geht hier noch platt, schnell, Video ist schon fast zu Ende, hat nicht mehr viel Zeit. Ausgezeichnet. Herausforderung, erledigt! So, den noch umhauen, den auch noch umhauen, dann kriege ich nochmal nach einer Feder. Und wenn ich diese Feder habe, ziehe ich mich von dir zurück. Yeah, Truthahnfeder, die zweite Materialmission 2 damit erledigt. Ich befinde mich gerade hier nordwestlich am Seragel und hier befindet sich der schnuffige Nopon. Batu Batu erlebt gerade großes Abenteuer, sucht nach Essen und hat dabei viel Spaß. Garugu sucht Batu Batu, macht sich große Sorgen. Oh, Batu Batu vergisst alles um sich herum, wenn er Spaß hat. Und plötzlich weiß Batu Batu nicht mehr, wo er steckt. Böser Nopon, macht immer nur Ärger. Batu Batu geht jetzt heim. Ihr kommt mit. Yay, wir müssen nicht... Doch, wir müssen zu Fuß laufen. Ich gehe jetzt Quests abgeben. Nummer Olga. Well? Ihr habt schon alles besorgt? Ihr seid meine Rettung. Ihr wollt wissen, was für eine Medizin ich daraus mache? Ein starkes Mittel gegen Schlaflosigkeit. Jetzt kann ich Gorman seine Medizin geben. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Das hast du wirklich sehr gut gemacht, Shulk. Ich war ja auch nicht allein. Ihr habt ihr alle geholfen. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Yay! Naja, Erfahrungspunkte mickrig, egal. Noch eine Quest von Matr. Hey, es gibt Neuigkeiten. Das ist übrigens eine Frau, was ich nicht wusste. Das Bilderbuch für Pama ist fertig. Es ist noch nicht perfekt, aber seht euch schon mal an. Die Geschichte geht ungefähr so. Ein Flussgeist gewährt seinem einsamen jungen Pama einen Wunsch. Wurms! Oh. Flussgeist, wo bist du? Oh, Hilfe! Pama ertrinkt! Hilfe! Pamas Reise ins Zauberland? Spirited Away? Shulk? Ihr meint, es sei gefährlich, weil er allein zum Fluss gehen könnte. Jetzt, wo ihr es sagt, stimmt! Dann zeichne ich statt des Flusses einen ungefährlicheren Ort. Aber dafür brauche ich einen Teichtropfen! Teichtropfen-Alarm! Teichtropfen ergeben eine Farbe, die nicht mit anderen zerfließt. Hier in der Gegend sind sie sehr selten, aber vielleicht findet ihr an einem Seragel einen Stein. Oh, diese Blähungen. Oh, wenn es mir nur endlich besser ginge. Ich brauche Medizin, um mich wieder um Pama kümmern zu können. Oh, diese Blähungen. Arda, warum sehe ich jetzt Arda? Alles in Ordnung. Passt auf euch auf, ja? Anstatt die Dinge abzugeben, gucke ich immer mehr. Hello. Es ist wirklich eine tolle Idee, Pama ein Bilderbuch zu schenken. Ich bin so besorgt um ihn, weil er mit niemandem mehr reden will. Ach, könnte ich doch nur mehr Zeit mit ihm verbringen. Aber meine Gesundheit spielt da einfach nicht mit. Mir geht es täglich schlechter.
Dabei brauche ich nichts weiter als ein Heilkraut. Hätte ich doch nur nicht meine Medizin verloren. Oder wären wir in Illusion of Time? Ja, wir müssen ein Heilkraut einsammeln. Geben wir Satata die Quest ab. Schwingklebefähigen, ihr habt die gefunden. Mach mich sofort an die Reparatur, wartet kurz. Warum müssen so kleine knuffige Hände Reparaturen übernehmen? Hab ich repariert. Gebt ihr es Kiroki? Das Beste ist, ihr gebt es Geld zurück. Musst es einfach reparieren in dieser Situation. Nikita soll gute Erinnerungen an seine Eltern haben. Bitte bringt es Kiroki. Und wir haben heilendes Spielzeug bekommen. Heiles, meine ich. Dieser Ernest. Ihr wart da und nur, weil da stinkt nochmal eine Ätherade. Und dann waren da auch noch drei viele Monster. Verrückt. Hätte ich beim letzten Mal nie passiert. Hört auf mit Meckern. Ihr seid doch gesund und munter da rausgekommen, oder nicht? Ein Fehler kann jedem mal passieren, ne? Aber da muss ich ja mit dem leeren Händen rausgehen. Hier immer so, Jung. Yay, Kalkreif. Für Mr. Birgi. Und eine Folgequest natürlich. Ja, wie läuft bei euch? Nochmal Entschuldigung wegen letzten Mal, ne? Und noch eine unerschöpfliche Ätherade gefunden. Nicht? Aber ich weiß jetzt, wo eigentlich ich. Worum genau geht es denn? Genau, das mal hören. Ja, der gute Ernest hat nicht mal glaubwürdig gemacht. Ich meine jetzt, wo wirklich eine Ahnung gibt. Was gucken ihr so doof? Jeder mal meinen Finger. Na, was ist? Könnt ihr mich nicht mal nicht mehr trauen? Danke, aber wir können uns noch lebhaft an letztes Mal erinnern. Und du sagst, dass wir dir wirklich vertrauen sollen? Ich habe ja nicht gelogen. Ich habe nur einen Ort erweckt. Ihr gebt mir Vertrauen. Das würden wir nur zu gerne, aber... Na, Mr. Wien, ich wink euch zum Nix. Macht doch, was ihr wollt. Doch wir nehmen die Quest natürlich an, weil sie mächtige Erfahrungspunkte beinhaltet. Nein, ihr seid ja gar nicht so doof, wie ihr aussieht. Was ist da vorkommen? Ich bin in der Höhle südöstlich von der Brücke. Die Höhle ist unter dem Wasser. Ihr müsst ihr in See springen. Aber ihr seid ja nicht aus Zucker, ne? Gut, ich kümmere mich darum. Ja, wir machen das schon. Und noch was abzugeben. Habt ihr etwas für Kiroki? Oh, das hat er halt heil gemacht, lieber Opa Bon. Dieses Spielzeug hat Nikita zum 5. Geburtstag bekommen. Mama hat ihn geschenkt, ist sehr wichtig für ihn. Danke fürs Springen. Kiroki muss sofort Nikita geben und entschuldigen. Tschüssi, tschüssi. Oh, immer diese perfekten Beziehungen. Hab ich jetzt nichts gekriegt dafür? Nee. Oder wir sprechen nochmal mit Opa Bon. Hallo. Ihr habt es Kiroki übergeben? Hoffentlich werden Jungbonnen nun etwas fröhlicher. Bin so froh, dass sie nicht mehr streiten. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Na, das lief doch wie am Schnürchen, oder? Ja, dank deiner Hilfe, Rain. Will euch etwas schenken. Hoffe, es hilft euch auf eurer Reise. Yay, Kampfesmut 3. Ich glaube, das ist ein gutes Juwel. Yay! Okay, es gibt eine Folgequest, das hatte ich gerade übersehen. Oho, ihr seid es. Ihr habt endlich gesagt, schon wieder Problemchen. Wollt ihr vielleicht helfen? Fangen wir immer unsere eigenen Fische. Aber ein böses Monster belagert unseren Fischteich. Das hört sich nicht gut an. Da können wir nicht einfach die Augen verschließen. Ja, wir müssen etwas unternehmen. Katastrophe. So verhungern alle. Müsst helfen. Wie schrecklich. Und ich wusste die ganze Zeit nichts davon. Verzeih mir, Satata. Nicht deiner Schuld. Kannst nicht immer auf uns alle aufpassen. Verstehen wir alle? Danke, Will, für die lieben Worte. Aber gegen dieses Monster müssen wir etwas unternehmen. Ja, rettet uns vor Verhungern. Gibt auch Essen außer Fischen, aber nicht sehr viel. Verlasse mich auf euch. Seid unsere einzige Hoffnung. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wusste, ihr würdet uns helfen. Viel Glück mit Monster. Gut, ich kümmere mich darum. Und ich helfe dir. Beim nächsten Mal. Ciao. Wobei ich erstatte Gorman eben noch Bericht. Unsere Kleidung ist wieder da. Unsere Textilkrise ist beendet. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Das hast du wirklich sehr gut gemacht, Schulk. Ich war ja auch nicht allein. Ihr habt mir alle dabei. Ja, bla bla bla. Das hatten wir schon. Wir Alten und Kinder hätten sie unmöglich zurückholen können. Wir verdanken euch viel. Herzlichen Dank. Nehmt dies als Zeichen unserer Anerkennung. Ja, gib. Yay, mehr Ausrüstung. Und Level Up. Und Harmoniemünzen.